Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chroma Squad mit mir, Wigman. Beim letzten Mal haben wir einen neuen Marketing Sponsor Marketing Gig abgeschlossen mit dem Green Team und wir haben Folge 2 gedreht und es war eine gute Folge. Es war sogar sehr interessant, die Folge zu machen. Und heute werde ich gesagt, gehen wir mal in den Shop und legen uns allen neue Helme zu. Oder neue Waffen. Wisst ihr was? Da jetzt Asimolaf. Japanischer Spielzeugdolch. Also, Elb will auf jeden Fall ein Plastik. Ein Besen des Reschers. Also. Ein Speer. Ne? Und Michaela möchte den Bügelbogen. Aus einem verstümmelten Kleiderbügel gebastelt. Das wird auch gekauft. So. Jetzt, Beefs hat eine normale Pistole, der Bräusche hat noch eine Pistole. Was die zwei bekommen, weiß ich noch nicht. Aber dann kaufe ich Beefs am besten schon mal die Plastikpistole. Und gehe mal ganz kurz zu den Schauspielern und zum Ausrüsten, weil ich bei denen das noch nicht ganz ausgerüstet habe. Equip und Equip. Whip. Ne, die Paintball und die Wanderstiefel, das ist okay so. Wir brauchen unbedingt neue Helme, weil wir immer noch die Papphelme haben. Aber naja, jetzt frag ich mich. Trägt. Warte, hier steht das, ne? Spezialisiert auf Heilung und Bogenschießen, spezialisiert auf Fernkampf und Fähigkeiten, hat hier seine Pistole. Du hast auf jeden Fall eine Fähigkeit, die Sperre stärker macht. Deswegen machen wir das jetzt auch. Den Lehrling der Giraffe. Du trägst Rohkraft. Riesige Axt haben wir noch nicht. Das heißt, du behältst erstmal das, was du hast. Betäuben von Feinden. Steht gar nichts da. Na? Das heißt, du behältst auch erstmal das, was du hast. Und dann bekommen die zwei als nächstes zuerst den Helm, würde ich sagen. Wir gehen nochmal zum Shop. Wir können uns noch keinen Helm leisten. Ist aber auch nicht so tragisch. Wir haben hier Seidenhandschuhe und Schlaghandschuhe. Oh, Schlaghandschuhe. Kaufen und ausrüsten. Klar. Das ist doch seins. Dann kriegt er halt die Schlaghandschuhe. Und Asimolaf bekommt erstmal noch nichts. Wir gehen aber noch zum Fertigen. Wie wär's mit einem Eimerhelm? Ein Verbundbogen. Eine instabile Axt. Die können wir uns sogar machen. Was haben wir hier? Ein Rohrgewehr. Können uns eine Axt machen. Interessant. Material recyceln. Ja, dann recyceln wir mal unsere ganzen alten Sachen, die wir wirklich nicht mehr brauchen. Oh, da haben wir nichts bekommen von. Da zumindest ein wenig. Okay. 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 So. Riveting Gameplay.
Acrylfarbe. Plastikhelm. Ich glaube, Asimolov bekommt besser ein Dolch. Und dann kaufe ich jetzt hier die Axt. Jetzt habe ich ihm natürlich die Schlaghandschuhe auch gegeben. Unfairer Vorteil eigentlich. Aber ihr kommt, denke ich mal, alle damit klar. Der Dolch kommt dann in der nächsten Folge für Asimolov ins Spiel. Und die restlichen, ob es jetzt seidene Handschuhe oder Schlaghandschuhe sind, machen wir dann nachher, nach der jetzigen Episode oder vor der nächsten. Ups, das wollte ich jetzt nicht. Das schauen wir einfach mal. Was wir aber jetzt nochmal machen, ist recyceln. Und zwar das Spielzeugschwert. Nicht sehr erfolgreich, aber okay. Also ordentlich erfolgreich, sagen wir es so. Unser Mecker. Da könnten wir noch was machen. Aber ich glaube, das brauchen wir jetzt auch noch nicht. Wir fangen einfach mal unsere nächste Episode an. Und zwar für die Horde. Beinhaltet einen Mechakampf. Lass keinen deiner Helden K.O. gehen, besiege vier Feinde in derselben Runde. Hi ho, let's go. Radical Rangers, seid ihr bereit für ein steiniges Problem? Steinig? Klar. In dem Gebiet, wo die neuen Häuser gebaut werden, gibt es Probleme. Arbeiter werden von anderen Arbeitern angegriffen. Sie greifen sich gegenseitig an? Komisch. Spuckt es. Spukt es in dem Gebiet oder so etwas? Ich glaube nicht, Asimolav. Ihr solltet euch das ansehen. Die Arbeiter sind in Gefahr. Starten wir ihnen einen Besuch ab. Geht jetzt, Radical Rangers. Yeah! Als die Relic Rangers auf der Baustelle ankamen, begann das Geschehen. Eine Zombie-Folge? Sind Zombies noch hin? Die Zombie-Kostüme waren runtergesetzt, also haben wir sie einfach genommen. Ist mal unser nicht mehr glauben. Lass keinen der Helden K.O. gehen, besiege vier Feinde in derselben Runde. Boy, oh boy, oh boy, oh boy. Da oben sind welche. Hier ist noch einer. Hier ist eine Riesenfläche nichts. Okay. Dann würde ich mal sagen.
Du kommst nie im Leben so weit. Nein, natürlich nicht. Wie weit kommst du denn? Gut, dann geht Eddie hier hin. Macht Teamwork. Lässt dich hierhin fliegen. Mach Teamwork. Du gehst hierhin. Boy, oh boy, oh boy. Du gehst hierhin. Und wir lassen sie näher kommen. Das ist heavy. Das ist heavy shit. Eine Zombie-Folge, Alter. Wenn wir uns radicalisieren, kriegen wir das mit den vier auf einmal hin. Auf jeden Fall. Aber jetzt erstmal, Asimolov macht Teamwork und Beefs macht, stopp, Michaela geht erst auf. Warte, geht hier hin und macht Teamwork. So, Elb. Greift dann den Zombie. Na, kein Dreifachangriff. God damn it. Ich hab nicht aufgepasst. Ja, damit müssen wir jetzt arbeiten. Oh, shit. Und Dodge. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Eddie, du hast da aber... Wisst ihr... Finish it? Finish what? Beefs macht jetzt einfach mal Radicalize. Und Beefs. Multischuss. Bam. Michaela hingegen. Überlebe 7 Runden, noch 4. Greift einfach mal an. Munchies. Bab. Okay, passt auf. Folgender Plan. Beefs. Kommt hier hoch. So. Eddie hingegen geht hier hin und macht den Rundumtritt. Batz! Und da haben wir unsere vier in derselben Runde, allein durch Eddie. Michaela wartet man noch mit dem Heilen. Elb geht hier hin. Benutzt sein Igel-Lasso
für ihmchen. Eagle Lasso. Und greift ihn auch an. Asimolaf kann ruhig mal sein Schwert benutzen, weil dann ist Beef erstmal sicher. Beefs, meine ich. Oh, Michaela hat noch nichts gemacht. Dann schießen wir einfach mit dem Bogen. Läuft bei uns. Mhm. Aber es spielt mir eigentlich nur in die Karten, dass jetzt alle ein wenig verletzt sind, außer Elb. Weil dann kann ich zu Michaela sagen, mach deinen Freundschaftszirkel und es bringt was. Freundschaftszirkel! Bab! So, wir benutzen unsere Axt. Der war jetzt zwar nicht unbedingt. Da war es nicht notwendig, aber komm, da haben wir es mal gesehen. Die neue Pistole wird auch mal benutzt. Geilo. Und der Speer. Komm. Nido. Asimolaf läuft mal hier hoch. Ah, von unten kommt halt nochmal ganz schöner Haufen. Da sind jetzt überall noch welche rausgekommen. Hier unten nicht. Aber hier und... Hier vielleicht, weiß ich jetzt gerade nicht, aber hier auf jeden Fall. So. Du kriegst den nicht tot. Das ist schade. Kriegst du den denn tot? Nein. Bekommst du. Du hast gerade eben hast du. Du bekommst die tot. Michaela, du Tier. Ja, du machst halt deinen fertig. So, machen wir mit Teamwork. So. Ach, hier oben war's. Ich hab grad gedacht, was ist denn jetzt passiert? Lass keiner in K.O. gehen, besiege 4 Feinde in derselben Runde. Perfekt! Wow, wer seid ihr, dass ihr die untote Horde stört? Wir sind die Radical Rangers! Das sind nicht Darnsteine! Verschwinde von hier! Ist das der Boss? Er sieht aus wie die anderen. Wir konnten uns kein anderes Zombie-Kostüm leisten, Eddie. Wir mussten eh schon die Kaffeekasse plündern, um all die Statisten zu bezahlen. Touché. Sieht doch toll aus. Lasst uns beim Text bleiben. Wink. Oh, Michaela, immer so positiv. Mit meiner neuen Größe werde ich euch zermalmen. Die Arbeiter. Neue Größe. Ich hasse es, wenn sie das sagen. Aber ich liebe unseren Go-Go-Golem. Am Horizont, seht! Da ist er! Go-Go-Go-Go-Golem! Amazing! Bap-bap-bap! Ba-da-da! Da, 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 da. Da müssen wir nichts Besonderes machen. Ne? Dann machen wir einfach mal. Und verteidigen.
Baby. Baby. Das waren sehr gute Verteidigungen. Jetzt mach mal hier Schluss. Swing. Got him. Oh, okay. Dann machen wir nochmal. Bap. Und bap. Und bap. Und ne Vierer-Kombo. Und ne Fünfer-Kombo. Oh, baby. Zack, eins. Zwei. Drei. Oh, ich kann das jetzt nicht mehr machen. Ich will es aber unbedingt machen. Ich will es unbedingt machen. Da war ich zu voreilig vorhin, ne? Ärgerlich. Nicht, dass wir jetzt noch gut was abbekommen. Das überleben wir mal. Also ich sage es mal so. Also 4000 sind schon. Einmal machen wir es noch. Je nachdem, wie es läuft. Brauchen nochmal so einen 3000er. Das war kein 3000er. Das war einer. Nee. Zu riskant. Zu riskant. Schade. Aber was soll's. Boah, super. Fuck this shit. Das war amazing. Wow. Ed Jorge Valdez. Wow. Hätte nicht vorgehabt, den ganzen Tag Carreras zu schauen. Et Aitor Fontes Javier Correa. Correa. Ich liebe Radical Rangers. Ich muss für. Ein Muss für Sentai-Fans. Okay. Sentai heißt das also. Interessant. Leonardo Cavallo. Meine Kinder sind verrückt nach dieser Serie. Sie schreien den ganzen Tag. Time to get Radical Kids. Et Marlo Cubero. Liebe diese Riesenmonsterkämpfe über der Stadt. Wie sie es wohl schaffen, keine Häuser platt zu machen. Jupp. So ist es. Unser Spiel wurde gespeichert. Wir haben viel Geld ausgegeben. Können aber jetzt beim Marketing. Nee, noch nicht. Wir können es tatsächlich nicht machen. Aber ist okay. Dies ist kein Spam, bitte lesen. Von Lady Gaga. King at Radio. Hallihallo, liebenswerte Superhelden. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Fred. Und arbeite für eine Firma namens TV Newon. Newon? Newon? Aber nennt mich doch Gaga. Der Name gefällt mir besser. Ich möchte eure heldenhaften TV-Serie, unsere Dienste zum Steigern der Einschaltquoten anbieten. Wir bieten professionellen Service zu konkurrenzfähigen Preisen. Aber, weil ich so ein großer Fan eurer Serie bin, bitte ich euch an, meine Leistung gratis zu testen. Bitte, lasst von euch hören. Ich bin sehr an eurer Arbeit interessiert. Wirklich. XOXO, Zweifel an der Echtheit trotzdem annehmen, was gratis sicher doch. Großartig. Innerhalb der nächsten Wochen werde ich euer Studio besuchen und den Einschaltquoten-Booster 9.0, unser modernstes Gerät, installieren. Keine Sorge, wir übernehmen die Kosten für Ausrüstung und Installation und das Gerät läuft mit Open-Source-Software, die ihr im Internet finden könnt. Ich kann euch sogar die URL geben, damit ihr sie euch ansehen könnt. Als Beweis dafür, dass ich kein Betrüger bin, habe ich einen Anruf getätigt und ihr habt neue Fans gewonnen. Ihr glaubt mir noch immer nicht, schickt uns eine Mail an audience.booster@gmail.com und überzeugt euch selbst. Viel Spaß.
Audience Booster. Ernsthaft? Ernsthaft? Jetzt bin ich aber mal interessant. audiencebooster@gmail.com. Man könnte es machen. Ich überleg's mir mal. Nur ein Fan von Heverton. Heverton.com. Hi White Light Incorporated, ich wollte euch nur sagen, dass ihr viele Leute dazu inspiriert, ihren Träumen zu folgen. Ich bin einer von ihnen. Kämpft weiter, haltet den Traum und das Feuer in eurem Blick am Leben. Ich bin ein Riesenfan. Alles Liebe, Heverton. Oh, gern geschehen, Freund. Wir fertigen Sachen an. Oh, ein Heimwerkeranzug. Wie sieht's denn hier mit dem... Ach, verdammt, wir können das den Deutsch nicht machen. Wir haben auch da nicht genug. Aber okay. Ich habe aber versprochen, zumindest den japanischen Spielzeugdeutsch zu kaufen. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Bogen. Pistole, Speer, Axt. Sollte Asimolov dann nicht einfach das Plastikschwert holen? Das erscheint mir irgendwie logischer. Der Weapon-Angriff wird dadurch niedriger, der wird hier erhöht mit dem Angriff an sich auch. Und der Gesundheit. Hier wird nur der Crit. Die Crit-Chance erhöht. Ansonsten ist das Plastikschwert eindeutig überlegen. Ich hole mir das Plastikschwert. Das heißt, Asimolov bleibt Schwertkämpfer. Wir recyceln jetzt noch das Spielzeugschwert. Sehr gut. Jetzt mal ich gucken. Einen könnten wir uns leisten, aber auch nur einen. Elegante Handschuhe. Ich denke aber auch dabei belassen wir es jetzt erstmal. Was wir als nächstes kaufen sind 4 Handschuhe. Wir haben die Schlaghandschuhe für Eddie schon gekauft. Jetzt hat die Frage. Hier wäre Fähigkeitsregeneration besser. Was machen die? Crit. Das können wir dann Asimolov und Elb stecken und die zwei bekommen dann noch die seidenen Handschuhe. Klingt nach einem Plan. Aber bis dahin ist mein Name der Winkmann und wir sehen uns beim nächsten Video. Das heißt, let's play Chroma Squad. Bis dahin. Ciao.